Yo, was geht ab, Leute? Euer Packs, was am Start und heute hier zum zweiten Part des Team of the Year Pack Openings. Auf jeden Fall haben wir jetzt Mittwochabend um ca. 20.35 Uhr, also ca. 1,5 Stunden nach der Veröffentlichung der Mittelfeldspieler des Team of the Years. Es wurden wieder, wie gesagt, eben drei Mittelfeldspieler released, sage ich mal, wie es ja jedes Jahr so ist, nämlich Angel Di Maria, Iniesta und Toni Kroos, Leute. Und der geilste Spieler ist einfach mal Angel Di Maria. 96 Tempo, 95 Dribbling, 88 Schuss, 91 Dribbling, passen, sorry. Was will man mehr, Leute? Ganz ehrlich, was will man mehr? Iniesta hat zwar auch gute Werte, 81 Tempo, 96 Dribbling, 97 passen. Also okay, gute Werte, sehr gute Werte, meine ich natürlich, okay. Bedrohliche Werte. Toni Kroos ist so ein kleiner Allrounder der dreien, weil 68 Pace ist jetzt nicht so viel, aber mit Hunter hat er ja wenigstens schon über 70 Pace und über 70 Pace ist auf jeden Fall recht ordentlich als ein ZM-Spieler. Auf jeden Fall gehen jetzt hier gleich mal im Shop. Ich glaube, es gibt wieder Premium-Packs, aber diese öffne ich jetzt hier nicht. Also die Goldspieler-Packs hier, die öffne ich nicht. Da, die habe ich letztes Mal auch gezogen und da hatten wir nur Scheiße drin, deswegen ziehen wir erstmal hier ein Jumbo-Pack, locker flockig am Anfang, vielleicht ziehen wir ja irgendwas Gutes, dann ziehen wir noch ein paar normale Premiums und dann würde ich mal sagen, ziehen wir am ersten Pack nur Scheiße. Ja, ein Timoschuk ziehen wir, geil und Trashoras, den kenne ich nicht, Schmelzer, okay, der ist wahrscheinlich jetzt nicht mal ein K-Wert, oder? 800, ja okay, Leute. 800 Münzen haben oder nicht haben, ne? Ich möchte sie haben. Ich möchte hier so wenig Minus machen wie möglich. So, Fitnesskarten im Verein, Heilungskarten auch. Dann hier die Positionskarte, zack. Anfield Road auch mal mitgegönnt und Robinson können wir ablegen. Sehen wir uns beim zweiten Pack. So, das zweite Pack öffnen wir mit einem Eden Hazard drauf, Leute. Der bringt uns einfach Glück. Wir skippen mal und wir ziehen Lacazette und Lux. Der ist garantiert nichts wert. Jawohl, kann ich ablegen, Lacazette, ey, das ist doch kacke hier. Man hat zwar schon 4 Rare-Spieler drin und trotzdem nur kacke. 4 Rare-Spieler ist eigentlich auch schon eine Hürde, im Jumbo-Pack hier 4 Rare-Spieler drin zu haben, aber... Ja, was macht man nicht alles für ein Team of the Year Spieler? Dann ziehen wir einfach mal ein normales hier mit Messi drauf. Vielleicht bringt uns das ja Glück. Skippen. Und ja, bringt uns kein Glück. Fitnesskarte. Rest können wir wieder ab. Ne, hier Ireland. Von den St. Patrick's Day. Da können wir vielleicht nochmal Ireland für 2-3k verkaufen. So, dann ziehen wir noch ein Jumbo-Pack hier. Komm, Higuain. Bring uns Glück. Wir lassen einfach jetzt mal durchlaufen. Und ziehen ein Borja Valero. Nein, Leute, es ist euer Ernst. Marquinhos ziehen wir. Wäre es David Luiz oder Thiago Silva gewesen, Leute, ich wäre sowas von ausgerastet. Weil die kann man ja nicht mehr ziehen, die Team of the Year Spieler. Deswegen wäre ich sowas von ausgerastet. Aber Marquinhos, da, das geht noch. Wäre jetzt David Luiz, hätte mich da David Luiz angegrinst, Leute. Ich glaube, das Mikrofon wäre geflogen. Koscielny. Ja, aber ist auch nicht mehr viel wert. 2k, 1k. So raufgeballert. Sehen wir uns beim nächsten Pack. So, wir suchen jetzt mal ein Alaba drauf auf ein Jumbo-Pack. Auf ein Jumbo-Premium-Gold-Pack. Oh yeah. Komm, Alaba. Oh. Okay, dann ziehen wir einfach hier so ein Goldspieler-Premium-Pack. Vielleicht haben wir da was Gutes drin. Wir skippen. Und uns lächelt ein Bender an, Alter. Es ist euer Ernst. Ein Bender, ein Oblak und ein Williamson. Geiles Pack. Ganz im Ernst, geiles Pack. Okay, ich zieh noch eins davon. Vielleicht haben wir ja jetzt was Gutes drin. Alaba, nee, das hat uns nicht Glück gebracht. Ein Messi haben wir jetzt drauf. Messi bringt uns Glück. Ein Messi haben wir drin. Ein Ronaldo. Und wir ziehen Ibarbo. Und Markovic. Ey, das sind doch sowas von den Kackpacks, Leute. Wieso ziehe ich diese Kackpacks überhaupt? So ein... Leute, ich verstehe mich selbst hier nicht mehr. Wir ziehen jetzt hier noch ein Jumbo Premium Gold Pack und dann noch 2 normale Packs und dann war es das eigentlich schon wieder. War so viel möchte ich jetzt nicht für die Mittelfeldspieler ausgeben. Lieber für die Stürmer möchte ich ein bisschen mehr ausgeben und wir ziehen Pelle Chimanga. Oh yeah, Chimanga, der könnte eventuell noch was wert sein, weil er 92 Pace hat und er ist 2k wert. Den behalte ich mir einfach mal im Verein. Vielleicht baut man sich ja mal irgendwann mal. Ja, vielleicht baut man sich mal, ne? Ein Belgien-Team, aber ich bin 2... Oh, jetzt habe ich eine Fitnesskarte abgelegt, aber interessiert uns nicht. Wir ziehen jetzt hier noch 2 normale Premium-Gold-Sets und da ziehen wir Bubble, der nichts wert ist.
der nichts wert ist. Backbone behalten wir uns hier. Heilungsgrad auch. Ägypten-Logo behalten uns einfach mal auch, meine lieben Freunde. So, jetzt das letzte Premium-Gold-Pack und Glatzkopf haben wir jetzt auf dem Pack. Glatzkopf haben wir auf dem Pack und ein Pack ziehen wir Jürgen Klinsmann. Jürgen Klinsmann hier im letzten Pack. Das ist ja sweet. Yeah. Jürgen Klinsmann behalten wir uns einfach mal ein paar Verein. Juan Jesus einfach mal auch. Alter, der hat ja viel Pace, Leute. Mijatovic von Ingolstadt aus der zweiten Bundesliga geringen Mittel mit 28 Pace, Leute. Der kann sich auch mit Van Beuten konkurrieren. Auf jeden Fall war es auch schon wieder mit dem Pack-Opening. Ich habe hier schon wieder circa, ja, über 100.000 habe ich schon wieder rausgekloppt. Und ihr habt es ja gesehen, Leute, nichts Geiles drin. Ich hoffe mal, dass man dann bei den Stürmern was Geiles zieht. Oh, ja, bei den Stürmern ziehe ich auch nochmal, aber ich denke mal nicht so viele Coins, weil ich werde eher bei den gesamten Team of the Year nochmal einen Batzen ziehen, denke ich mal. So können wir uns einigen. Auf jeden Fall bedanke ich mich für's Zuschauen. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr so gezogen habt am Mittwochabend, beziehungsweise bei den Mittelfeldspielern. Würde mich mal brennend interessieren. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Haut rein, Leute, euer Pax, euer Tschüssikowski. Ciao!